Hi und willkommen bei Kimmerkorn. Ich bin Philipp und heute haben wir mal ein bisschen mehr auf dem Tisch liegen. Und zwar folgendes, der ein oder andere hat es von euch vielleicht schon gesehen aus dem vorangegangenen Video. Und zwar zum einen unsere Visierung, unser Zielfernrohr, das Vortex Strike Eagle 5-25x56 in Kombination mit der Eratec Blockmontage und was ihr vielleicht noch in dem vorangegangenen Video gesehen habt, hier hinten leicht dezent im Hintergrund gehalten, unsere Ruger 1022 Competition. Ja, und in diesem Video hier wollen wir eigentlich alles, was hier liegt, so auf unsere Ruger montieren bzw. dran bauen, von der Visierung mit der Blockmontage hin zu einem Zweibein und noch einem separaten Rotpunktvisier, was drauf kommt, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir machen als erstes mal ein bisschen klar Schiff. Wir packen mal hier unser Raptor zur Seite, unser Zweibein, das ganze Zubehör. Hier übrigens seht ihr, ich habe euch die Waffe vorgestellt. Hier ist ein 10-Schuss-Magazin mit dabei. Hier seht ihr schön die 15-Schuss-Magazine, zwei Stück, und das 25-Schuss-Magazin passend für hier, für die Ruger 1022. Es ist egal, was für eine Ausfertigung das von der 1022 ist, diese Magazine passen alle. Und ebenso passen diese Magazine, egal welche Größe, in eure Ruger Precision Rimfire. Noch kurze Anmerkung zu den Magazinen. Wir haben hier 15 Schuss und hier 25 Schuss, aber keine Angst. Was die Magazinbegrenzung angeht, beziehungsweise die neue Verordnung vom Waffenrecht, ihr seid hier auf der sicheren Seite, denn wir bewegen uns im Kaliber 22er Leer, das heißt Randfeuerpatronen, und diese sind von der Gesetzesänderung vom September 2020 nicht betroffen. Dann packen wir das hier auch alles zur Seite, ein bisschen klar Schiff machen und kümmern uns erstmal hier um die Waffe. Wir schauen nach, wie sieht's aus, stellen die Sicherheit her, Magazin raus, schauen in Verschluss, Patronenlager ist leer, wir können abschlagen, das passt, so können wir arbeiten. Dann würde ich sagen, wir starten am besten mit dem Zweibein, damit wir schon mal einen sicheren Stand haben, eine gute Basis, um die anderen Sachen dann zu montieren. Da haben wir hier zum einen ein Zweibein von Harris, und zwar handelt es sich hier um die A1-2 Serie bzw. das Modell BRM 1A2. Einmal das Zweibein. Eine Bedienungsanleitung. Beschreibung ist auch dabei. In Englisch gebildet, aber ich denke, das bekommen wir hier auch so hin. An dem soll es nicht scheitern. Ja, dann schauen wir mal. Wir haben hier unsere Aufnahme bzw. unsere Klemmvorrichtung an unserem Zweibein. Wir haben hier die Arretierung, mit denen wir feststellen können und lockern können. Ich lockere jetzt mal ein bisschen, dass wir hier schön hochkommen. Und hier unten haben wir in unserer Waffe die Aufnahme für das Zweibein. Ich drehe das jetzt hier gerade mal um. Nehme das Zweibein, schiebe die Aufnahme von unten heraus. Ist wie so ein Klemmmechanismus, wie so eine Wäscheklammer. Ja, ich kann das hier hinten zudrücken, dann wird das hier größer. Ich nehme das gerade, klemme das auf und schiebe es gerade über die Aufnahme drüber. Und man merkt auch, es raschelt ein bisschen ein. Und dann drehe ich hier einfach die Feststellschraube an.
muss jetzt nicht komplett gerade sein hier beim Zusammenbauen. Darum können wir uns später nochmal kümmern, beziehungsweise ich mich. Aber man sieht, das war schon die ganze Geschichte. Und jetzt kann ich das hier aufklappen und ja, bin somit schon einen ersten Schritt weiter. Dann haben wir hier vorne noch Knöpfe, wenn ich diese drücke. Ja, genau, dann fahren die Füße aus. Diese habe ich verschiedene Einrastungen, indem ich hier die Füße einfach in verschiedenen Stellungen arretieren kann, je nachdem, wie hoch oder tief ich sie haben möchte. Das ist jetzt egal. Ich mache sie jetzt wieder runter. Rasten auch schön ein. Haben auch echt, muss ich sagen, ein bisschen Spiel, aber nicht zu viel. Würde jetzt sagen, am Anfang geht es vielleicht alles noch ein bisschen schwergängig, aber ich denke, das wird sich dann mit der Zeit auch fügen. Ja, dann haben wir, wie gesagt, hier unsere Waffe und das Zweibein ist montiert. Ich stelle das jetzt mal ein bisschen nach vorne, denn jetzt kommt dieses gute Stück hier, und zwar unsere Zieloptik. Diese kennt ihr, wie gesagt, schon aus einem anderen Video, die habe ich euch schon vorgestellt. Und wir holen das gute Stück jetzt gerade hier raus. So. Das wieder zur Seite, stört sonst nur. So, Waffe zu uns. Ja, und hier haben wir unsere Visiereinheit, wie im Vorstellungsvideo vom Visier schon gesehen. Wir haben schon auf unserer Eratec Blockmontage montiert, ja, und können das jetzt hier einfach dank dieser Spannvorrichtung einfach aufsetzen auf unsere Picatinny Rail hier oben und festziehen. So, ich drücke die Schiene an der Blockmontage ein bisschen ein, ziehe die Schrauben an und die greifen auch gleich schon. Das passt. Diese werden später dann noch von mir mit einem gewissen Drehmoment angezogen, dass hier alles passt. Ja, und dann haben wir hier eigentlich auch schon unsere Zieloptik auf unserer Waffe verbaut. Ging ziemlich schnell, unkompliziert, sehr einfach, kriegt jeder hin. Des Weiteren haben wir hier oben unsere Schnittstellen, wie auch in dem Video vorgestellt. Und ja, ich habe jetzt hier schon die Madenschrauben entfernt und hier sind sie noch drin. Die machen wir jetzt raus, denn hier kommt unsere Picatinny Rail für unser Rettert drauf und hier vorne kommt eine Libelle vorne drauf. Haben wir hier einmal unsere Picatinny Rail, wird dann hier so aufgesetzt mit den beiliegenden Schrauben, und dasselbe Spiel hier vorne mit unserer Libelle. Ja, dann fangen wir an. Wir nehmen unsere Picatinny Rail, nehmen die beiliegenden Schrauben. Ich mache die jetzt hier schon mal rein in die Aufnahme. Dann brauche ich nicht jedes einzelne reinmachen und mir ein abfummeln. Dann, ich habe hier unten, wie gesagt, schon die Einkerbung und hier, die passen perfekt auf meine Schnittstelle. Ich setze die gerade auf. Man merkt auch, da wackelt groß nichts, das sitzt schon von Haus aus sehr, sehr gut. Ich meine, ja, von der Qualität her von Eratec, denke ich, da ist der Name Programm, spricht für sich. Und wer da schon die ein oder andere Erfahrung gemacht hat damit, der kann mir da, denke ich, auch zustimmen, dass man sich da eigentlich von der Passgenauigkeit keine Gedanken machen muss. Ich muss zusätzlich sagen, das hier ist eigentlich die erste Montage in diesem Preissegment, was ich mir geholt habe. Ich habe auf meiner Ruger Precision Rimfire
eine bisschen günstigere und bin aber auch sehr zufrieden damit. Dies war jetzt hauptsächlich eigentlich mein Gedanke, weil ich habe gesagt, hey, ich will noch einen Red Dot mit drauf haben und eine Libelle. Und ja, diese Schnittstellen haben für mich dann einfach echt Sinn ergeben, weil ich habe gedacht, ich will hier jetzt nicht nochmal einen Adapter mit so einem Ring drum haben ums Visier. Ja, weil wie gesagt, man zieht einmal ein bisschen zu fest an oder es passt nicht richtig und ja, da kann man sich auch gerne viel kaputt machen am Visier und das muss nicht sein. So, dann müssen wir hier vorne noch die Madenschrauben rausnehmen, um die Libelle zu befestigen. Diese sind sehr klein, da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen, weil wenn euch die verloren gehen, ich weiß nicht, ihr bekommt da sicherlich Ersatz bei Eratec bzw. Recknagel. Aber man muss sie ja nicht unbedingt verlieren, weil die Dinger sind echt winzig. Ja, wenn ihr das seht, also das ist auch dieser Tauchschlüssel, der ist mini. Ja. So, pack mal gleich in die Tüte rein, dass sie nicht verloren gehen. So, und dann nehmen wir unsere Libelle. Wie gesagt, ich habe hier die Schrauben schon eingefügt. Selbes Spiel wie hinten, nur dass sie vorne drauf kommt. Und ich setze die Libelle auf und ziehe die Schrauben gerade wieder über Kreuz an. Erstmal ein bisschen leichter. Ich kann diese Geschichte nachher auch mit Drehmoment anziehen, falls ihr dann einen Drehmomentschlüssel habt, was ich allerdings echt empfehlen würde, denn ja, ihr wollt ja immer gleichbleibend sein vom Schussbild und wenn sich eure Visiereinheit nachher löst, auch hier, was die Geschichte angeht, ist ja ein bisschen blöd dann. So, dann habe ich hier meinen Drehmomentschlüssel und ziehe diese ganze Geschichte einfach an. Ja, dann haben wir hier noch unser Red Dot, das auf die Waffe kommt. Und ja, hierbei handelt es sich um ein Reflexvisier mit 4 MOA Absehen von UTG. Und zwar haben wir hier das OP3 Micro SLS. Können wir kurz schauen, was wir dabei haben. Okay, Hinweise zum Absehen. Das hier ist die Bedienungsanleitung. Bebildert. Komplett in Englisch gehalten. Ist aber nicht schlimm. Alles ziemlich kurz und knapp. Wir haben dabei 2 Imbusschlüssel, um das Visier selber nachher zu montieren. Wir haben dabei ein Reinigungstuch. Schrauben, um es unter anderem auf unserem Footprint von zum Beispiel unserer Kurzwaffe zu montieren. Okay. Ein kleiner Schraubenzieher aus Metall zum Einstellen des Absehens, also rechts und links, oben und unten. Und hier haben wir unser Visier selber. Man sieht, es hat eine Schutzkappe drauf, finde ich gar nicht schlecht. Ja, dann staubt es mir nicht ein, wird nicht schmutzig.
hat durchaus seine Vorteile. Hier ist unser Visier. Was auffällt, ist hier an der Seite unter anderem unser ausziehbares Batteriefach, finde ich nicht schlecht. Deswegen, weil ich muss dann nicht immer hier unten den Footprint oder hier zum Beispiel, man sieht, der ist nämlich hier schon dran, der Picatinny-Adapter für unsere Schiene, müsste ich nicht extra abmachen und unten die ganze Zeit an die Batterie wechseln. Was heißt die ganze Zeit, das Ding hebt ja auch eine Weile. Ja, aber durchaus praktisch. Man sieht hier, dieses ist festgezogen mit einer Schraube. Da haben wir hier unseren beiliegenden Imbus. Diesen nehmen wir, lösen die Schraube und man sieht, ich kann hier jetzt mein Red Dot auf der Picatinny Rail montieren. Na, noch ein Stück. So, drauf ist es, jetzt nur noch festziehen. Kann man jetzt später auch noch mit Drehmoment machen, muss man aber nicht. Genau, so. Unser Red Dot ist montiert. Was gibt es da dazu zu sagen? Und zwar, ja, wie vorhin schon gesagt, wir haben hier einen 4 MOA großen Punkt in Rot. Unser Visier an sich selber ist wasserdicht. Und ja, das SLS bedeutet, es hat einen Lichtsensor drin. Ja? Also es ist praktisch helligkeitsregulierend, je nach Lichteinfall, Sonneneinstrahlung. Diesen könnt ihr entweder einwählen, dass er praktisch mit dem Lichtsensor arbeiten soll und es gleicht euer Absehen bzw. die Helligkeit von eurem Rohpunkt an die Lichtverhältnisse an, oder ihr schaltet es aus und wählt selber eure eigene Helligkeitsstufe. Ja, genau. Und somit haben wir eigentlich alles auf unserer Waffe hier montiert, was ich montieren wollte von der Optik mit dieser Montage, die Libelle. Und praktisch als Backup, wenn man so sagen möchte, unser Red Dot. Ich finde, das ganze Ding ist so ein stimmiges Paket. Mir gefällt es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ja, doch, macht schon was her für dieses kleine Gewehr, auf jeden Fall. Gehen wir nochmal kurz zu dem Magazin zurück. Hier ist unser 10-Schuss-Magazin. Dieses machen wir jetzt mal rein, dass man das sieht. Wie sieht denn das aus, wenn die Magazine auch drin sind? Zack, 10 Schuss Magazin, verschwindet drin. Muss ich aber sagen, optisch, ja, hat was, muss ich sagen. Also ich fand es eigentlich eher immer besser, sowas hier zu haben. Zumindest bei der Precision Rimfire ist das hier von Haus aus mit dabei. Wobei ich glaube, man kann die auch wählen, ob 10 Schuss oder 15 Schuss. Aber so hat es doch echt einen clean, coolen Look, muss ich sagen. Nehmen wir es raus. 15 Schuss Magazin. Sieht dann schon so aus. Hat auch was, muss ich sagen, auf jeden Fall. Man hat halt 5 Schuss mehr. Und ja, gefällt mir doch auch sehr, sehr gut. Nicht nur bei der Rimfire, sondern auch bei der 10-22. Dann kommen wir noch zu diesem Teil hier, das 25 Schuss Magazin. Ich denke, dafür müssen wir vorne am Zweibein die Füße wieder ausfahren, damit wir den Platz haben. So, und nehmen unser Magazin, führen es unten ein und so sieht die ganze Geschichte mit dem 25 Schuss Magazin aus. Ist schon ein ordentlicher Brummer, was dann da unten dran hängt. Genau, und ich werde einfach sehen, wie ich es dann handhaben werde, welches Magazin ich benutzen werde. Benutze ich alle, benutze ich nur die 15er oder die 10er, komplett wurscht. Das wird man sehen, ich habe es mir geholt und wollte mal sehen, wie das auch aussieht mit dem großen Magazin. Habe jetzt ein Bild davon und wie es man nachher nutzt, ist wieder eine andere Sache. Nehmen wir das Magazin wieder raus. Ihr wisst ja, ich habe hier noch was
Das habt ihr bei der Vorstellung von der Ruger auch gesehen. Hier haben wir eine kleine Sicherheitsfahne mit dabei. Diese kann ich einfach rein machen in den Verschluss. Ich ziehe den nach hinten. Machen wir jetzt noch geschwind. So, Verschluss nach hinten. Und was mir bei der Vorstellung noch gar nicht aufgefallen ist hier von der Waffe, ihr habt hier unten, das zeige ich euch jetzt noch schnell, das ist nämlich was echt Geiles, finde ich, bei der Ruger, weil das hatte sie sonst vorher noch nicht, was ich weiß. Hier unten neben Magazinauslösehebel ist ein kleiner Knopf, mit dem ihr könnt ihr euren Verschluss offen lassen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich echt sehr gut, weil, wie gesagt, man weiß ja, Halbautomaten, Verschluss sollte immer offen sein, dass man sieht, da ist nichts oder eine Fahne drin. Wir ziehen es einfach hinten, drücken den Hebel unten neben dem Magazin und man sieht, der Verschluss bleibt offen. Ich kann jetzt diese kleine Fahne hier nehmen, von Ruger, wo mit dabei ist, kann die hier in meinen Lauf einführen. So sieht es dann aus. Ich kann den Verschluss dann einfach wieder vorkommen lassen, indem ich den einfach einmal nach hinten ziehe. Man hat das Klacken gehört und zack, und man sieht, Sicherheitsfahne ist drin. Gibt kein Trouble im Regelfall. Ich habe mir aber noch was anderes geholt, auch eine Sicherheitsfahne, ein bisschen größer. Wir ziehen hier gerade wieder unseren Verschluss nach hinten, lassen den Verschluss wieder einrasten, nehmen unser Fähnchen raus und habe ich mir hier noch sowas geholt. Ja. Also einfach ein größeres Sicherheitsfähnchen mit so einem Bändel dran, ja, ist nicht schlecht. Gibt noch mal ein bisschen mehr Signal und jeder weiß gleich, hey, die Waffe ist safe. Ja, okay, man sieht jetzt, es geht nicht direkt rein. Das liegt daran, weil der Verschluss doch ein bisschen nach vorne geht, bis zu der Stelle, wo er arretiert. Wir machen es jetzt einfach anders. Wir gehen hin, lösen den nochmal nach vorne, ziehen den nochmal bis nach hinten. So. Und damit ist die Geschichte auch erledigt, geht auch rein, wie man sieht. Und ja, damit soll uns dann auf dem Strand nichts mehr im Wege stehen. Genau, so, dies war es jetzt eigentlich von mir zum heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. War mal ein bisschen was anderes hier, wieder was zusammenbauen, anstatt immer nur die einzelnen Sachen vorzustellen. In diesem Sinne möchte ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben oder noch besser, lasst ein Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Dies soll es von mir für heute gewesen sein. Ich wünsche euch gut Schuss, bleibt sauber, euer Philipp von Kim & Korn. Bis bald.